Bei Minimalismus geht es darum, noch Dinge zu besitzen, die man wirklich braucht oder die man liebt und die einen emotionalen Wert für einen haben. Und das habe ich jetzt seit ein paar Monaten so gelebt, beziehungsweise ich lebe es seit ein paar Monaten so und ich fühle mich sehr gut und ich finde wirklich, das Besitz mich momentan echt belastet und ich denke, dass es vielen Leuten so geht, sie es vielleicht nicht ganz wissen und deswegen reden wir heute darüber, über Dinge, von denen man sich jetzt trennen kann, Dinge, die man jetzt sofort ausmisten kann und ich habe eine kleine Liste gemacht mit den Dingen, falls ihr noch Sachen gucken wollt, die ich nicht mehr kaufe momentan, könnt ihr gerne bei diesem Video vorbeigucken, weil da habe ich ein Video gedreht, ja, über die Dinge, die ich nicht mehr kaufe. Es geht nicht darum, dass du jetzt random Sachen wegschmeißt, aber es geht darum, dass wenn du die Sachen jetzt nicht brauchst, die bei einem anderen ein neues Zuhause finden können. Fangen wir nun mal digital an. Und zwar kannst du deine ganzen Apps löschen, die du nicht mehr brauchst. Das habe ich persönlich auch gemacht und ich habe darüber ein Video gedreht. Und zwar könnt ihr das hier sehen. Ich habe einfach meine ganzen Apps ausgemistet. Ja. Des Weiteren könnt ihr auch mal eure ganze Galerie durchgehen und alle Bilder löschen, die ihr gar nicht mehr braucht. Ich habe auf meinem Handy ungefähr, ich glaube, 5000 Bilder, was schon ziemlich viel ist. Ich bin mir sicher, ich brauche da gar nicht mal alle drauf. Und es ist viel besser, wenn man weniger Bilder hat und eine bessere Übersicht hat. Deswegen könnt ihr das auch machen. Ansonsten diese ganze E-Mail-Box einmal löschen, beziehungsweise durchgucken, welche E-Mails für euch noch momentan relevant sind und welche nicht. Oder auch die E-Mail-Subscriptions, die E-Mail-Abos quasi mal durchzugehen, zu gucken, was habe ich eigentlich abonniert, was kommt bei mir jede Woche rein, was ich gar nicht brauche und das dann einfach deabonnieren. Der nächste Punkt sind Schreibwaren, wie zum Beispiel Stifte. Ich habe also nicht immer noch sehr viele Stifte, aber das ist ein sehr guter Punkt. Ein sehr guter Bereich des Lebens, den man ausmisten könnte. Was für mich ein sehr wichtiger Punkt war, waren Taschen. Ich hatte super viele Taschen, Rucksäcke und so weiter. Und ich habe jetzt momentan nur noch drei. Also ich habe eine Hipbag, so eine Bauchtasche, ich habe eine Handtasche und ich habe auch noch einen Rucksack. Genau, aber ich habe das alles ausgemistet. Und falls ihr mein Video sehen wollt, kurze Promotion, in der ich mein ganzes Zimmer ausgemistet habe, könnt ihr mal hier vorbeigucken. Der nächste Punkt ist Schmuck. Ich habe auch sehr lange gebraucht, meinen ganzen Schmuck auszusortieren und wegzugeben, da ich habe so einen ganzen Schmuckschrank. Das ist fast schon, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist halt so, ja, keine Ahnung, aber das ist halt von oben bis unten zwei Seiten komplett voll und eigentlich, ich trage halt nicht mal wirklich Schmuck. Ihr seht, ich trage halt ein paar Armbänder, ich trage nicht Ringe, ich trage keine Ketten und so weiter. Also, ja. Ich glaube, der größte Punkt, den auch die meisten Leute anstreben, ist der Kleiderschrank, beziehungsweise die ganze Kleidung. Bei mir war es so, dass ich unendlich viele Socken hatte, die doch gar nicht mehr zusammengepasst haben. Und deswegen würde ich auch sagen, dass ihr eure ganzen Socken aussortieren könnt, die vielleicht auch nicht mehr zusammenpassen. Oder vielleicht habt ihr nur noch einen Socken und der andere ist gar nicht mehr da. Und das ist ein sehr guter Punkt auszumisten. Dann ist natürlich auch der ganze Kleiderschrank einmal komplett alles anziehen, alles angucken, alles ausmisten, was man nicht mehr braucht. Was ich viel hatte, waren auch so Gutscheine, die teilweise schon abgelaufen waren und generell ganz viel Papierkram, irgendwelche Dokumente oder irgendwelche Bilder und keine Ahnung was. Ich hatte unter meiner Schreibtischmatte so einen Haufen mit ganz vielen Dokumenten und Papierkram, was ich dachte, was ich irgendwann brauche. Ich habe letztendlich dann gefühlt alles weggeschmissen. Ich glaube, ich habe sogar fast, ich habe alles weggeschmissen. Es waren sehr viele Sachen, die ich eh nicht mehr angeguckt hätte, deswegen kamen sie dann auch alle weg. Es gibt ja noch ganz viele andere Ausmist-Videos und dann wird am Ende immer gesagt, was man ausmisten sollte, ist das negative Mindset. Und das möchte ich jetzt hier mal übernehmen, da ich das auch finde, dass man dieses Konsum-Mindset einfach mal loswerden muss. Oder man muss sich einfach damit befassen, was es eigentlich für Auswirkungen hat, dieser Konsum auf unser Leben, auf die Umwelt, auf alles. Ja. Also schreibt mir gerne mal in die Kommentare, falls ihr ein Video sehen wollt zu den Vorteilen des Minimalismus und zu dem Nachteil des krassen Konsums sozusagen. Weil ich denke, da kann ich auch ein bisschen was drüber erzählen. Deswegen habe ich mich auch im Endeffekt entschieden für den Minimalismus. Na gut, auf jeden Fall waren das einige Sachen, die ich ausmisten würde, wenn ich in der Situation wäre, dass ich noch sehr viele Sachen hätte, bin ich nicht mehr. Ich hoffe, die Dinge haben euch ein bisschen geholfen. Hier kommt es irgendwo zu meiner Minimalismus-Playlist und könnt alle meine Minimalismus-Videos angucken. Ansonsten sehen wir uns dann morgen wieder bei einem neuen Video, da ich momentan daily, also jeden Tag etwas Neues hochlade. Und dann bleibt gesund und bleibt fröhlich und dann sehen wir uns morgen bei einem neuen Video wieder. Tschüss!